Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sins of the Solar Empire Star Trek Armada 3. Wir waren gerade dabei, hier die Föderation mal so richtig zu rocken. Und ja, mal sehen, wohin die Reise noch so geht, ne? Sternbasis fast fertig. Sobald wir Sternbasis haben, gehört Karakorum praktisch uns. Und dann werden wir unsere Finger nach Kitomeer ausstrecken. Die Föderation wird schon sehen, was sie davon hat, sich mit uns anzuregen. Ruhm und Ehre dem Prätor, oder wie das so schön heißt. So, check. Ruf da. Würde ich mal so sagen. Sprengen wir den Planeten in die Luft. Dadurch, dass jetzt hier so viele Kulturstationen kaputt gegangen sind, hätten wir sogar eine Chance, den hier, das Netz hier so ein bisschen zu zerstören. Was wir jetzt machen, ist unserem Gegner den Angriffspunkt dazu geben. Ich möchte das hier auflösen, bevor wir dann uns den Bassengraben zuwenden. So, dieser Planet wurde gesilenced. Lay in a course. Los geht's. Abrücken. Oh ja, das ist gut. Also wenn er schon mal vorweg springt, ist das super. Hier können wir leider immer noch nicht kolonisieren. Ach, so ein... Naja, egal. Aber ich will diese beiden Artefakte haben. Ich habe so ein Gefühl, das wäre ganz im Sinne des Prätors. Ja, hier ist halt auch noch überall Hostile Culture. Wenn man hier irgendwas reißen möchte, müsste man tatsächlich auch die allerletzten Reste von Orange wegräumen. Weil die haben wir sowieso. So nach und nach werden die eh durch Piraten zerlegt werden hier. Naja, das soll uns nicht weiter kümmern. Was haben wir denn hier? Ist hier eine Sternbasis? Ja, da unten ist einer. Sternbasis 71. Und hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kulturstationen. Nicht schlecht, mein Lieber, nicht schlecht. Maintain this course. Zack. Abrücken. Take us to warp, schick die nächste Flotte darüber. Was ist das? Engaging warp drive. Engage engines. Okay. I'm sure you will understand when I explain. Was ist mit dir los? Proceed, Centurion. Wird Cloak doch gar nicht aktivieren hier. Reinforcements have arrived. Oder rüberkommst. Na also. Geht doch, geht doch, geht doch. So, Jungs, ihr seid hier die Langstrecken. Schützen. Feuer frei. So, Sultype Defense Station. Genau, wir wollen die ganzen nervigen Fighter Squadrons hier mal loswerden. Weil die ja nun wirklich tierisch nerven. Noch mehr als dieser lächerliche Phaserturm, der da noch steht. Aber der hat eine unglaubliche Reichweite, ne? Oh ja, mein lieber Mann. Die haben Reichweite, die Jungs. Ah, sehe. Ich verstehe. Da sind schon welche. Ah ja, hier die ganze Flotte. Die romulanische Flotte ist schon am losbomben. Alright. So, wir haben die Schilde von dieser lächerlichen Sternbasis schon runtergeschossen. Das ist gut. Das heißt, voller Angriffskurs hier. Ach, weg. Dagegen hat sie doch keine Chance. Der niedliche kleine Außenpost. Ja, jetzt geht hier ein Licht nach dem anderen aus, würde ich sagen. Wir waren mit diesem schmucken, kleinen, terranischen Planeten. Tja. Das war kurz und schmerzhaft, würde ich sagen. Jetzt verursachen wir noch ein kleines orbitales Bombardement. Zusammen mit einer Talaronenwelle. Ja, das war gerade
Volltreffer. Durch dass wir die Scimitar dabei haben, ist da echt nicht gut Kirschen essen. So. Knappen wir uns unsere KI. Nächster Stop, Romulus. Derweil bewegen wir uns mal oben in diesen Nebel rein. Was kann der eigentlich? Oh, erhöhte Schild- und Hüllenreparaturrate. Das ist natürlich nice. Da kannst du ja richtig schön drin packen. Und dann gönnst du dir mal kurz eine kleine Reparatur. Das ist großartig. So, leider können wir immer noch nicht kolonisieren hier. Weil die fremde Kultur immer noch zu stark ist. Sehr, sehr schade. Achso, sieh an. Blau und Rot sind miteinander verbunden. Schade. Was macht eigentlich deine Flotte hier? Ach, sie zieht sich gerade wieder zurück. Hervorragend. Lass sie mal zurückziehen. Das ist ja mal sowas von in Ordnung. Das sollen wir mal machen. So. Haben wir noch irgendwas? Oh ja, wir können neue Fighter einsetzen. Das bedeutet, irgendwas ist hier gelevelt. Das scheint unser Carrier zu sein. Ja. Dann kriegt er nochmal einen von jeder Sorte. Ja, ich habe beim letzten Mal schon gehört, Chat, ich sollte vielleicht mal Flottentarnung oder sowas einsetzen, dann wäre das alles kein Problem mehr. Nur so ganz liegt mir der romulanische Stil nicht. Ich bin eher so der Klingone. Eine Tarnung, Hauptsache viele Waffen. Oh, da ist eine Flotte. Oh, da ist eine Flotte. Hallöle. Nimm mal kurz unsere paar Schiffe, die wir da haben, zurück. Engage Impulse Engines. Damit die nicht hier aus Versehen irgendwo in die Föderationsflotte reingraten. Die haben den Planeten neu besiedelt, die Säcke. Da dreht doch mal kurz unsere Flotte, ein Teil unserer Flotte ab, würde ich sagen. Marsch, macht sie platt. Oh, das war's schon wieder. The Praetor will be pleased. My life for the Empire. Na gut, okay. Ich gebe es ja zu. Ihr könnt das von mir aus kurz platt machen. Und dann geht's weiter nach vorne. Was haben wir hier? Ich werde gesucht, ja. Ich glaube da nicht dran. Wen greifen wir gerade an? Dunkelblau, ne? Das heißt, du bist ein besseres Ziel. Und überhaupt bist du auch ein gutes Ziel. Macht das doch mal unter euch aus hier. Damit würdet ihr mir helfen. Er hat scheinbar keinen Bock gerade. Die ziehen sich wohin zurück? Irgendwo anders hin zurück. Scheinbar muss ich den Rest für mich alleine schaffen hier. Aber das kriegen wir schon hin. Erstmal schicken wir unsere Flotte rüber in den entsprechenden Bassengraben. Da kommt Klingon. Da kommt Klingon. Naja. Die werden es wohl nicht überleben, beziehungsweise den Kohl auch nicht. Engage Engines. Proceed to coordinates. Wir haben die Föderationsflotte. Oh ja, wir haben die Föderationsflotte. Da ist die Excalibur. Na komm. Boah, ist das schwierig hier zu treffen. Meine Güte. Das sind Leute. Die wollen wir auch noch an. Stepper. Liegt da noch irgendwas Flaggschiff-mäßiges rum? Da ist ein New Orleans-Flotte oder wie? Ah, hier. Der gute Captain Picard aus seiner Sovereign-Klasse cruist damit rum. Aber das mag ich. Okay, Excalibur hält unglaublich viel aus. Da muss man mal gucken, nicht, dass das hier ein Fehler ist. Mit dem ganzen Schiff auf das Ding da zu schießen und dem Rest in der Zwischenzeit die Gelegenheit zu geben, ordentlich Bambule zu machen. Fangen wir mal so an. Okay, ich sehe sie ziemlich zurück. Das wird ihn aber auch nicht mehr helfen. Zumindest wird der Excalibur nicht mehr helfen. All energy to weapon.
Prepare to engage the enemy. Fire torpedoes at will. Wieso ist da unten eigentlich eine Hafenklasse außerhalb von Bottrop? Man entdeckt hier noch Sachen, das ist unglaublich. All energy to weapons. Ready weapons. Warum doch die Piraten? Und die Piraten kümmern bei uns, wenn eine Flotte hier erledigt ist. Okay, und die Piraten wurde sich schon gekümmert. Auch gut. All energy to weapons. All energy to weapons. So. Sehr gut. An dieser Stelle kann unsere Flotte einfach mal kurz ein klein wenig regenerieren. Hoppala. Ach, die ganzen Piratenschiffe habe ich vergessen. Naja, ist egal. Eben, die Flotte ist wieder da. Schön. Schön, 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 schön. So, könnten wir jetzt mal kurz. Ach komm, wir greifen den Planeten an. Ist da eine Sternenbasis? Vermutlich. Nein, ist keine. Cool, dann können wir da einfach durch. Da wird auf jeden Fall eine sein. Da ist eine Space Dog Sternenbasis. Ja, komm, den Planeten wollen wir haben. Spreng dich ein bisschen an. Ich weiß, dass da die klingonische Flotte kommt. Ist mir bekannt. Reinforcements have arrived. Warte kurz, wir können kolonisieren. Wo ist mein Kolonisationsschiff? Da. Du da. Komm mal bitte hier runter und nimm mal ganz schnell diesen Planeten ein. Und danach wollen wir diesen Planeten haben. Marsch, marsch. Gib Gummi, Junge. Gib Gummi. Du hast einen Sonderauftrag hier bekommen. Um Praetor persönlich. Marsch. Auch wenn wir gerade so richtig schön reparieren können in diesem Nebel, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ach, so ein Nebel ist ein Traum. Kannst du kurz angreifen und dann hast du noch so viel Zeit, um dich kurz zu regenerieren mit der Flotte und wieder volle Stärke zu erlangen. Das ist super. Proceed. Man könnte jetzt natürlich auch kurz den und den Planeten platt machen und hier den Dings zerlegen. Was können die eigentlich? Den Diplomaten zerlegen, meine ich. Reinforcements have improved arrived. Thrust und Kessok Targeting. Mehr Output, mehr Speed. Finde ich ganz nice, aber kein Grund da jetzt extra hinzufliegen. So. Bringen wir ein paar Fighter online. Proceed to cool. Oh, eine Neckmann-Klasse ist da. Bin ich nett gegangen. Oh. Ist immer eine wahre Freude, wenn ein paar Schiffe, ein paar hochrangige Capital Ships hier drauf gehen. Immer ein ganz besonderer Moment, oder? Oh, ich sehe, wir haben ein paar Schiffe verloren. Eventuell müssen wir mal nachbauen. Wir könnten ja mal nachbauen. Dazu müsste ich jetzt wissen, was uns fehlt. Was haben wir denn noch? Falcon, Griffin, Baldor. Achso, genau, und sind hier die da unten, die White Winds sind uns kaputt gegangen. Das heißt, wir müssen so ein paar White Winds ersetzen. Waren die das? Die da anders. Oh, die kosten 20. Ja, okay. Ist klar. Da sind ein paar kaputt gegangen. So, wenn du jetzt die Güte hättest, ich würde gerne kolonisieren. Mach mal hin da. Wir wissen, was da für ein Artefakt ist. Das ist wichtig. Für das Romulanische Imperium. My life for the Empire. Haben wir es jetzt langsam mal? It is more brave to live than to die. We have successfully colonized. Sehr gut. Und gleich ran mit der planetaren Erkundung. So, Deployment, alles rein da, was geht. Imperial Repair Dock. Imperial Repair Dock. Oh ja. Fähigkeiten der gegnerischen Schiffe zu deaktivieren ist besonders wertvoll. Und dann können wir hier noch so ein Torpedo. Zwei Torpedo-Turrets hinstellen und den Rest, den wir hier so haben. Der Rest wird ein astreines Talschia-Minenfeld.
Ihr erinnert euch bestimmt, das Teil, wo die Enterprise unter Captain Archer mal reingedübelt ist. War bestimmt keine gute Idee. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt holen wir uns noch das nächste Artefakt, nämlich das da unten. Das können wir auch ein bisschen ausbauen hier. Und dann sind wir hier schon mal ganz gut versorgt, würde ich sagen. Reinforcements have arrived. Okay, die sammeln hier schon ihre Flotte recht. Das ist eigentlich keine gute Sache für uns, aber egal. Das gönnen wir uns. Wo sind die White Men? Proceed to coordinates. Gar nicht. Sind die schon hier? Be ready for anything. All sections nee. Report. My da sind wir. For the Empire. 1, 2, 3 White Men. So, jetzt müssen wir bei 8 White Men sein. Und ihr hier dürft euch umgehend dort melden. Proceed to coordinates. Die ist mir egal. Ihr macht es schon. So. Kannst du schon? My life ja. For the Empire. Er kann schon. Sehr gut. Haben wir es schon? Oh ja. Oh ja, was war das jetzt hier? Nee, nicht nur. Forschung. Artefakte. Chromelianische Kriegsmaschine. Aha. Plus 10% Reichweite, plus 15% Schaden. Jetzt geht rund. Jetzt geht rund. Das war gut. Das war ein richtig gutes Teil. Okay, 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 okay. So, den wollen wir als nächstes haben. Ich glaube nicht, dass uns diese Dinger hier irgendwie stören. Oh, die können schießen, die sind ein Jäger. Das ist ja fies. We have successfully colonized. So, danach kommt der dran. Fortification, Logistik, Taktik. Weil ein Klasse M-Planet ist, müssen wir ja eigentlich noch Social reinballern und das werden wir auch machen. Oh ja, 6 Social, die werden wir ja auch noch reinballern und dann gucken wir mal, was hier unten passiert. Du bist der Erste, du darfst mal so ein Ding dahinstellen, einfach damit die was haben, womit sie Spaß haben können. Dann stellen wir noch den daneben und ein kleines Repair-Dock. Und dich bauen wir auch. So, jetzt haben wir eine kleine Konstruktionsreihe, mit der wir was anfangen können. So, du hier, genau, du darfst wieder zurück. Obwohl, den können wir hier auch gleich mitnehmen. Was? Wenn wir hier schon sind, ne, dann sind wir auch hier gekommen, um zu bleiben, oder wie das Ding hieß. So, bitte angreifen. Hab ich gesagt. Mach das doch mal eben hier. Ich weiß auch nicht, wofür sich diese Flotte hier ständig sammelt. Können die im Planeten beschießen? Sag nicht sowas. Oh oh. Können die nicht? Wo wollt ihr hin? Wollt ihr da unten? Ach so, die wollen da unten drauf. Das war gerade kurz eine Schrecksekunde. Jetzt hätte ich den Planeten sofort wieder verloren gehabt. Naja. Wie? Have the superior firepower. Ganz eindeutig nicht. So, da sind unsere drei White Winds im Angriff, im Anflug. Das wird aber noch zu lange dauern und deswegen werden wir jetzt unsere Flotte sammeln und mal nach rechts rüber gucken. Zusammen mit unseren werten Verbündeten von der 14. Legion. Nee, halt gut. Ich weiß, du sollst, aber noch nicht ganz. Lay in a course. Bitte erst kolonisieren. Das wäre mir eigentlich best. Dankeschön. Klasse A Hydrokarbonplanet. Naja. We have successfully colonized. We cannot, Commander. We cannot, Commander. Was hast du denn? Industriespezialisierung. Menschenskinner. Das gibt einen ordentlichen Crate Modifier. Aber sowas von. Nehmen wir doch gerne mit. So, selber planen wie drüben auch. Station complete. Wir bauen da erstmal so eine schöne kleine Verteidigungsstation hin. Stellen eine zweite direkt dazu und einen Reparaturturm daneben. Und dann fangen wir an, diesen Planeten entsprechend zu verarbeiten.
Oh, da hinten kommt. Da kommt ihre Flotte. Wer bist du? Normale Defined-Klasse, Constellation-Klasse, eine Curry-Class. Okay, Norway-Class, eine Curry-Class bleibt hier. We have engaged the enemy. Ja, von der Seite kommen sie auch. Naja, das, was von hier kommt, ist quasi schon. Da juckt uns ja mal. Zu langsam, Bruder. Zu langsam. Was hat ihr denn? Die Anti-Fighter waren das, genau. The Praetor will be pleased. Planetary research is complete. Gut, die sind weg. Dann können wir doch mal gucken. Ihr seid Nova-Klassen, oder? Ja, warum sind die so langsam? Dann können wir unsere Flotte doch mal nach Rator rüber bewegen, ja. Wo sind unsere White Winds? Da sind die White Winds. Engage engines. Engage engines. Dann fliegen wir da mal rüber. Take us to warp, Subcommander. Haben hier schon Piraten, die uns helfen? Take us to warp, Subcommander. Macht auch nichts. Swiftly and silently. Doch, da unten kommen welche. Na toll. Zwei Lanora-Klassen. Das waren die Anti-Fighter-Dinger, die wir haben. Egal. Bevor die da hinten da sind, haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Verteidigung stehen und können diesen Planeten wunderbar in Besitz nehmen. Planetary research is complete. Hier sieht das auch ganz gut aus. Station complete. Jo. Läuft. Läuft. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier? Oh, verdammte Axt. Das war nicht ganz, was ich haben wollte. Und da direkt in die feindliche Flotte reingekommen. Ja. Das ist ein Ärger. Aber es scheint kein Sternball dabei gewesen zu sein. Das ist schon mal gut. Der Fee. Okay. Ich glaube, die Flotte an sich macht einfach zu wenig Schaden in der Größe, die sie haben. Da ist das unerheblich. Oh mein Gott, ja. Und wo wollt ihr hin? Können wir erstmal Verteidigungsstationen hier nicht. Das ist die White Man? Ach, die sind zurückgeblieben. Na gut. Zack. The Praetor will be pleased. Ready, weapons? Oh, da ist eine Galaxie. Der Klassiker, ein wunderschönes Sternenschild. Muss ich auch sagen, eins meiner bevorzugten Design. Liebe die Galaxy-Klasse. Ready weapons. All energy to weapons. Ready weapons. Den Rest machen. Research is complete. All energy to weapons. Sind sie schon da? Nein, sind sie nicht da. Ah, die Galaxy-Klasse. Ach ja. Echt schönes Schiff. Kann allgemein mit den meisten Sternflotten-Designen echt viel anfangen. Also, das sind tolle Schiffe. Da haben die Designer damals in den Serien eine wunderbare Arbeit gemacht. Ja, das war die Talaronwelle. Damit sind alle Bevölkerung auf dem Planeten erledigt. Blöd gelaufen, könnte man sagen. Komm, flieg mal heran, da Junge. Wir brauchen dich gleich. Ja. Aus der Culture. Wusste es.
Ach was. War das Flaggschiff hier? Taskforce 33. Dunkelblau. Tatsache, das muss das Flaggschiff gewesen sein. Mensch, da waren wir so im Blutrausch, dass wir schon fast klingonisch hier, dass wir übersehen haben, dass wir unseren Gegner gerade zerlegt haben. Wie cool. Dementsprechend ziehen wir uns jetzt zu diesem Wurmloch zurück hier und sagen mal unserer Flotte, sie möge bitte den Klingonen zerlegen. Alright. Gut. Ich glaube, für heute sollte das reichen. Hier haben wir noch eine promillianische Battle Armor gefunden. Das heißt, Prozental Repair Rate plus 2 Panzerung, plus 2 plus 1 und minus 10% Bombing Damage kriegen. Für Sternbasen. Warte mal, Sternbasen kriegen plus 5 Rüstung? Ehrliche? Panzerung? Armor 23. Junge. Das ist natürlich schon. Das ist echt mal eine Hausnummer. Das kann man nicht anders sagen. Kann man eigentlich schon Minen hier verloren sind? Ja, wir haben sogar schon Minen verloren. So, was haben wir hier? Du hier, einen von der Sorte. Du da. Von der Sorte und du hier, einen von der Sorte. Gut. Damit haben wir auch unsere gesamte Fighterbasis wieder aufgeräumt. Ach ja, jetzt können wir den Marquis nehmen und den Marquis hier einmal positionieren. Einmal aufs Wurmloch drauf, damit so eine kleine Vorflotte schon mal da ist. Was macht ihr hier? Achso, ihr legt euch da mit den anderen Schiffen an. Ork-Klassen. Gut. Sollen sie mal machen. Haben wir unten eigentlich schon aufgebaut? Nö, ne? Ne, haben wir noch nicht. Hier wird ja auch noch dick gebattelt. Wird aber nicht. So, wie sieht's aus? Achso, genau. Dich hatten wir schon hochgepusht. Was ist bei dir gut? Das wollte ich gucken. Das wollte ich gucken. Kulturspread Modifier und Topwachstum. Okay, Population und Kultur ist gut hier unten. Das heißt, wir holen uns hier ein Trade-Forum rein. Und der Rest ist Halchia Listening Posts. New research required. So, bei dir hier ist es andersrum. Eigentlich brauchen wir hier nur Imperial Trade Forums. Und die werden wir jetzt hier in rauen Mengen bauen, wie wir können. Sehr schön. Let's go. Oh, hier ist die klingonische Flotte. Das ist natürlich, da müssen wir mal kurz umdisponieren. Ich würde nur ungern so in dieser Stück-für-Stück-Formation in die klingonische Flotte reinrasseln. Dafür ist mir dann doch ein Hückchen zu gefährlich, muss ich sagen. Reinforcements have arrived. Take us to warp, Subcommander. Swiftly and silently. Okay. Take us to Aber warp, für heute haben wir unsere Zeit erreicht. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da oder lasst einen Kommentar im Channel da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, euer Panemetzer Sensus.